Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Motorrad an Motorrad stand am 6. April in der Sachsenring-Boxengasse. Keine Renn-, sondern Alltagsmaschinen, neue und auch Oldies. Die Besitzer waren Gäste bei der Eröffnung der Motorrad-Saison, Motorrad- und Automobilsaison. Und wir haben ja ganz viele, die ein Saisonkennzeichen haben, speziell Motorradfahrer. Beginnt in der Regel Anfang April, deshalb dieses Warm-up. Kein Ort ist besser geeignet als die Boxengasse hier am Sachsenring, um in die neue Saison zu starten. Und wir begrüßen hier viele Zweirad- und Vierrad-Enthusiasten, also Leute aller Couleur, und freuen uns, dass wir so ein tolles Wetter haben, dass es so gut angenommen wurde, dass so viele Menschen hierher gekommen sind und dass alle ein bisschen Spaß haben. Die Organisatorin der Veranstaltung. Der Förderverein Sachsenring, der Verein für die Region. Wir wollen also was für den Sachsenring tun, wir wollen etwas für die Region tun. Das heißt also, wir wollen den Menschen hier etwas bieten, dass sie mal den Sachsenring von der anderen Seite kennenlernen können. Nicht nur von Seiten der Tribüne oder der Stehplatzbereiche beim Rennen, sondern auch mal direkt in die Boxengasse rein. Wir bieten auch Führungen durch die Race Control, durch das Pressezentrum an. Und ich denke, wenn es so gut angenommen wird, es macht allen Leuten Spaß. Es eröffnet mal eine neue Perspektive auf die Sache und es hilft unserer Region. Es bringt ein bisschen mehr neue Interessenten an den Ring. Und ich hoffe, alle haben viel Spaß dabei. Die Rennstrecke Sachsenring kann 2027 das 100. Jubiläum feiern. Das wird sicher eine große Sause, denn der Sachsenring hat natürlich für die Region eine enorme Bedeutung. Alleine der Motorrad Grand Prix, viele, viele, viele Leute partizipieren von der Veranstaltung des MotoGP. Und für uns ist es auch ein Imagefaktor. Wer kennt Hohenstein-Ernstthal, wer kennt Oberlunkwitz, wer kennt Liechtenstein in der Umgebung? Das sind alles Insider. Und durch diese große Veranstaltung, die größte Motorsportveranstaltung in Deutschland, kriegen wir ja international eine ganz andere Resonanz. Und uns ist sehr daran gelegen, dass dieser Grand Prix für uns, für die Region erhalten bleibt. Und dass viele Motorsportfans nicht nur aus der näheren, sondern vor allen Dingen auch aus der weiteren Umgebung den Weg zu uns finden, die Gegend erkunden und eventuell auch mal neben dem Grand Prix wieder hierher kommen, aus touristischen Gründen oder um die Umgebung, die Menschen näher kennenzulernen. Ein Anliegen auch derer, die die Veranstaltung am 6. April unterstützten. Ja, wir haben eine ganze Reihe Unterstützer. Da drüben am Plakat sind sie alle aufgelistet, speziell die Autohäuser haben uns sehr gut unterstützt, auch die Motorradhändler. Aber wir wollen nicht vergessen, dass auch das Fahrsicherheitszentrum uns diesen Bereich hier kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, dass wir da von denen auch jeden Support kriegen, den wir brauchen. Wir brauchen ja eine ganze Menge an Helferlein, die die Motorräder einsortieren, die Automobile einsortieren, die dafür sorgen, dass die sanitären Anlagen funktionieren etc. pp. Und sowas geht nicht von alleine, das heißt, man braucht schon ein bisschen Unterstützung. Und da möchten wir uns bei den Autohäusern, bei den Motorradhändlern und wie gesagt beim Verkehrssicherheitszentrum ganz herzlich bedanken, dass sie uns da so ja, gut unterstützt haben. Der Motorrad Grand Prix ist nicht die einzige Rennsportveranstaltung auf dem Sachsenring. Wir freuen uns natürlich, Anfang Mai haben wir hier die internationale deutsche Motorradmeisterschaft und die Seitenwagenweltmeisterschaft. Also eine Veranstaltung, die eigentlich sehr hoch dotiert ist, die wir begleiten. Wir als Förderverein organisieren die Helfer im nicht sportlichen Bereich. Und da sind wir natürlich froh über jeden Helfer, der sich meldet. Es gibt ein Anmeldeformular auf unserer Webseite. Ähnliches gilt für die DTM im September. Dort ist es eigentlich noch wichtiger. Und auch die anderen, die sich gerne helfen möchten, zum Beispiel bei einem Grand Prix, sind natürlich jederzeit willkommen, können sich gerne melden. Motorsportbegeisterte gibt es viele an der Rennstrecke. Nicht für jeden Rennsport ist der Sachsenring geeignet, zum Beispiel der nicht, dem sich der Rennsportverein Beulenschmiede Ernstthal widmet, der auch beim Warm-up 2024 dabei war. Im Gegensatz zu anderem Motorsport. Wie gesagt, das Low Budget und wir sind als gemeinnütziger Verein, betreiben wir Motorsport für jedermann. Und der Spaßfaktor, man sieht es schon, ist unerschöpflich. Wenn man mal drinnen gesessen hat, in einem Auto eine Runde gefahren ist, dann das muss man ausprobiert haben. Man kann uns auf Instagram und auf Facebook folgen, MNC Beulenschmiede Ernstthal e.V. Und wie gesagt, wir fördern auch Nachwuchs, haben vielleicht vor, auch mal einen Nachwuchsfahrer im Jugendbereich zu etablieren. Und ansonsten schaut an, was wir machen. Wir fahren Autocross, wir fahren 12-Stunden-Rennen,
Und ja, folgt uns einfach und schaut mal, was wir machen. Und wer Lust hat, kann zu den Rennen dazukommen. Man hört schon, trotz des großen Spaßfaktors fehlt nicht das Rennfieber. Bei den Wettbewerben kommt man nicht ohne Beulen davon. Wir machen keine Beulen raus, wir machen sie rein ins Auto. Und das macht halt auch den Spaß aus. Dass sich der Verein Beulenschmiede einstmals gründete. Ja, die Idee entstand vor ca. 10 Jahren. Sind wir beim Stockcar-Rennen in der Kiesgrube gewesen, haben uns das angeschaut und haben beschlossen, sowas muss man mal machen und haben das innerhalb von einem Jahr dann umgesetzt, sind 1-2 Jahre als Privatperson gefahren und haben dann gesagt, wir müssen das auf sichere Beine stellen und haben dort einen Verein gegründet. Und seitdem betreiben wir nur den Sport in verschiedenen Stockcar, Autocross und jetzt dieses Jahr das erste Mal Langstrecke. Wettbewerbe finden verschiedene statt. Das nächste Rennen ist nächstes Wochenende in Barnhut. Da fahren wir den Pokal der Urstromtalmeisterschaft mit und sehen dort, was wir reisen können und haben dort natürlich vor, bestmöglich abzuschneiden. Das Himmelfahrtswochenende wäre dann in Hechstätt in Bayern ein 12-Stunden-Rennen, wo es nicht ganz so auf Crashen ankommt, sondern auf Durchhalten. Dort wollen wir 12 Stunden lang durchhalten und natürlich möglichst den ersten Platz erzielen. Wie man an den Pokalen auf der Motorhaube sieht, hat die Beulenschmiede schon so einiges abgesahnt. Bei dem verbeulten Auto kommt natürlich die Frage auf, wie gefährlich dieser Sport für die Piloten ist. Wir sorgen natürlich für die Sicherheit unserer Fahrer mit Spezialsitzen, mit Überrollbügeln, mit dem Gurtwerk, was vorgeschrieben ist. Es gibt auch da genaue Ausschreibungen, damit die Fahrer sicher sind. Auch beim Überschlag und sowas ja auch immer mal passiert, dass sie dann höchstmöglich gesichert sind. Die höchste Verletzung ist eine Rippenprellung gewesen, wie sich der Fahrer zugezogen hat. Ansonsten sind wir eigentlich ohne größere Verletzung immer durchgekommen. Man kann sagen, ein ungefährlicher Motor. Ja, das natürlich durch Sicherheit steht im Vordergrund. Wer Interesse hat, die Beulenschmiede kennenzulernen? Wir sitzen hier in Hohenstein-Arnstal, haben unser kleines Domizil in der August-Böhme-Straße im Industriekomplex sind wir ansässig. Und schaut euch an, was wir machen. Wie gesagt, Facebook, Instagram, könnt ihr uns folgen. Und wir freuen uns auf euch. Nicht weit entfernt ist das Textil- und Rennsportmuseum, das sich auch der Geschichte des Sachsenrings widmet und zum Warm-up mit Stand vertreten war. Zur Geschichte gehört Max Neukirchner, der unter anderem in der Moto2 der Motorrad-Weltmeisterschaft und auch in der IDM unterwegs war. Am 6. April probierte er sich auf Oldtimern aus. Die Zuschauerzahl heute, es gibt natürlich keine definierte Zuschauerzahl, aber es ist schon sehr beeindruckend, was hier an Menschen da war. Wir haben sie auch alles ein bisschen bildlich festgehalten. Also wer uns auf unserer Webseite mal besucht, www.förderverein-sachsenring.de, kann da gerne noch mal nachvollziehen, was hier an diesem Wochenende bzw. an diesem Tag passiert ist. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Am 9. April gab es gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Helenenstraße in Limbach-Oberfrohna etwas zu sehen. Es ist wieder was geboren worden hier in Limbach-Oberfrohna. Das ist natürlich ganz toll. Und das sogar im Beisein vom Limbo.
freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir heute den Startschuss geben für Carsharing in Limburg-Vorpommern. Es gibt in der Stadt zwar eine Autovermietung, aber das nun angebotene Carsharing ist neu. Wir haben hier ein entsprechendes Markterkundungsverfahren gemacht. Heiler, du hast dich beworben, einen Zuschlag bekommen. Und deswegen sind wir sehr froh darüber, dass wir das heute hier eröffnen können. Unterstützung dafür gab es von verschiedenen Seiten. Gucke ich jetzt schon mal den Vertreter der 1 an, der hier dafür gesorgt hat, dass neben der Bestands-E-Ladesäule hier noch eine weitere E-Ladesäule hingekommen ist, die zwingend notwendig ist natürlich, wenn man ein E-Mobil scheren will, brauchen wir natürlich auch eine Ladestation. Ja, noch ein zweiten Standort kommt hinzu, dann ohne E, sondern mit einem klassischen Verbrenner, wird sich dann oben am Rathaus etablieren. Dauert noch eine Weile, da sind wir noch ein bisschen am Arbeiten, was die Sanierung dieses Gebäudes dort betrifft, aber das wird in den nächsten Wochen dann auch realisiert und so sind wir mit 2 Standorten hier in Limburg-Vorpommern präsent. Ein Stück weit ist das natürlich unser Beitrag für die Mobilitätswende. Man weiß, man nicht ganz so hoch hängen, aber es ist ein kleiner Beitrag dafür, dass sich vielleicht ein paar Leute eben weniger einen Zweit- oder einen Drittwagen anschaffen, sondern für die paar Fahrten, die sonst damit gemacht werden, eben jetzt den Carsharing-System nutzen. Ich glaube, wir haben hier einen guten Standort gewählt, hier zentral, beziehungsweise oben am Rathaus, wo der ÖPNV sich ja trifft mit dem Citybus. Ich glaube, es sind optimale Bedingungen hier für die Bürgerinnen und Bürger, hier also in dieser Mobilitätswende ein Stück weit mit beizutragen. Das Angebot gibt es nun in LO, weil das Carsharing-Unternehmen bereit ist, das wirtschaftliche Risiko in kleinen Städten einzugehen. Die Vorbereitungszeit betrug 1,5 Jahr. Das ist schon recht schnell, gerade auch wenn man sieht, dass das jetzt ein E-Carsharing ist. Auch das ist für kleine Städte alles andere als normal. Normalerweise dauert es um die 2 Jahre, das Projekt stadtklar zu machen. Alle, die sich um diese 2 Jahre bewegen, von Erstkontakt bis Eröffnung, es geht halt schneller, wenn die Zusammenarbeit passt, wenn die Unterstützung vor Ort passt. Die passte von Seiten der Stadt und des beteiligten Energiedienstleisters, der die benötigten Ladestationen auf dem Parkplatz installierte, also dafür sorgte, dass da auch Strom an der richtigen Stelle rauskommt, auch in der richtigen Stärke. Und ich muss sagen, wir haben es vor uns schon mal ausgewertet. Also die Aufgabe war nicht ganz einfach, aber es hat doch eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Sehr gut funktioniert. Oder, Herr Hartl? Muss man so sagen. 2 Carsharing-Autos bei 24.000 Einwohnern klingt erst einmal wenig. Es gibt ein Netz, also wenn die beiden Autos in Limbach ausgebucht sind, hat man auch die Möglichkeit, eben nach Chemnitz zu fahren. In Chemnitz stehen rund 50 Autos. Und es gibt ja, also die Entscheidung für Carsharing, das ist ja eine bewusste Entscheidung, gerade eben zu sagen, ich verzichte komplett oder ich verzichte eben auf einen Zweitwagen. Und da weiß man dann auch ganz oft schon, wann man den braucht. Und dann kann man sich rechtzeitig kümmern. Und ja, naja, und das wird jetzt auch in Limbach erstmal noch eine Weile dauern. Es gibt schon angemeldete Nutzer, aber insgesamt noch viel zu wenig, als dass die Autos jetzt permanent weg wären. In Großstädten sagt man, ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt bis zu 20 Privat-Pkw. Der Faktor ist in den kleinen Städten, wird er nicht erreicht. Und es gibt neueste Zahlen zum Thema Kosten, Pkw versus Carsharing. Und man hat lange gesagt, wer weniger als 10.000 oder bis 10.000 Kilometer im Jahr Fahrleistung, lohnt sich Carsharing. Mittlerweile ist es durch die insgesamt gestiegenen Kosten so, dass man sagt, bis 14.000 Kilometer pro Jahr Fahrleistung ist Carsharing in der Regel günstiger. Ja, Carsharing geht nicht, wer jeden Tag pendelt. Wer jetzt von hier jeden Tag, das weiß ich, irgendwo hin muss, wo kein ÖV fährt, der kann das nicht nutzen. Ja? Aber vielleicht kann der andere aus so einer Familie das nutzen, weil er nur 2-mal in der Woche die Kinder irgendwo hinfahren muss. Wer das Angebot nutzen möchte, findet unter teilauto.net detailliert alle benötigten Infos.
Im Garten der Kindertagesstätte Bärenstark in Limbach-Oberfrohna fand ein kleines Pressegespräch statt, um über den Stand der Baumaßnahme zu informieren. Und das Schlimmste, was uns hier widerfahren ist, ist jetzt gerade wieder im Entstehen, nämlich die Entstehung des Dachstuhls. Ja. Vielleicht zur Historie, die Kita gibt es ja schon seit ich denken kann. Und irgendwann kam dann die Frage hoch, können wir das sanieren, wollen wir hier was Neues bauen? Und angesichts der historischen Villa, doch eben markantes Objekt hier in Oberfrohna, haben wir uns dann für eine Sanierung entschieden. Während der Baumaßnahme kam dann die angesprochene Katastrophe, dass wir wieder erwarten, eben diesen Dachstuhl hier nochmal komplett erneuern müssen. Das hat die Baukosten etwas nach oben getrieben gegenüber dem ersten Baubeschluss. Wir sind jetzt bei geplanten Baukosten von ca. 3,1 Millionen Euro. Wenn man es vergleicht mit unserem Neubau, den wir ja gerade im Entstehen haben am Wasserturm, ist es immer noch ein Schnäppchen. Dort geben wir ja mehr als das Doppelte an Geld aus. Hier können wir jetzt mittlerweile auch zwei Bauabschnitte bilden. Eben wie gesagt einmal die Kita und einmal hier jetzt den Hort, der ja ausgelagert ist derzeit in der Schule als Doppelnutzung des Schulgebäudes. Die Arbeiten im Kindergartenbereich sind abgeschlossen, sodass die Räumlichkeiten nun wieder bezogen werden konnten. In der Historie haben wir ja schon mehrfach geübt, wie man Kitas saniert. Herr Dr. Walter ist ja da geübt, was im Hohen Hain passiert ist. Da haben wir ja im Prinzip die gesamten Kinder ja auch ausgelagert. Wir hatten ja einen anderen Fall, wo wir in Preußdorf oder auch hier in der Lindenstraße während des laufenden Betriebs die Sanierung über viele, viele Jahre gezogen haben. Und insofern haben wir das hier ähnlich gemacht wie damals, nur dass wir sie nicht komplett in ein Objekt geschafft haben, sondern die Kinder halt gruppenweise verteilt haben, verschiedene andere Träger. Also insofern müssen wir uns erstmal recht herzlich bedanken, nicht bloß bei dem Träger hier, der Bonavita, sondern natürlich auch bei dem, die das alles organisiert haben, im Fachbereich, Frau Halber, mit den anderen Trägern, die Träger selber, die dann das übernommen haben. Und großer Dank gilt natürlich für das Verständnis für alle, nicht nur die Kinder, denen ist es wahrscheinlich am meisten noch egal, aber vor allen Dingen den Eltern, die halt über die vielen Monate jetzt diese Ausweichquartiere jetzt hier belegen mussten. Eigentlich sollte das Projekt schon vollständig abgehakt sein, aber aufgrund der unvorhergesehenen Dachstuhlsanierung im Hortbereich wird sich die Maßnahme noch bis in den Sommer hineinziehen. Es gab drei Varianten, wie das Dach des Horthauses künftig aussehen soll. Wir machen den Dachstuhl einfach nur weg und machen ein flaches Dach hin. Das war lieber die eine Variante. Die zweite Variante war ein möglichst originalgetreuer Nachbau. Ist klar, dieser Balkon, diese kleinen Feinheiten, wie man das früher halt so gemacht hat, die kommen jetzt halt nicht mehr hin. Und die dritte Variante war ein extrem futuristischer Bebauung, ich sag mal, Aufbau mit Cubes, wo viele dann uns gefragt haben, was wir denn Falsches gefrühstückt hätten. Ne? Nee, also insofern hat sich dann der Stadtrat einstimmig für eine möglichst originalgetreue Wiederherstellung des Objektes dieser historischen Villa entschieden. Die Sanierung der Kita Bärenstark war verbunden mit Modernisierung, zum Beispiel was das Heizen angeht. Da wurde auf Erfahrungen in der Stadt Chemnitz zurückgegriffen. Das ist jetzt hier das Pilotprojekt Pelletkessel in der Stadt Limbach. Mal gucken, wie sich das bewährt. Das werden wir dann in einem Jahr wissen, wenn die erste Winterperiode vorbei ist. Für die Baumaßnahme gab es Geld aus dem Fördertopf. Das ist hier ein Objekt im Stadtumbau. Also eine Drittelteilung, ein Drittel städtisches Geld, ein Drittel kommt vom Land, ein Drittel kommt vom Bund. Wie Sie das von vielen Projekten des Stadtumbaus halt kennen, ist dieses hier auch entsprechend hier so eingeflossen. Stadtumbaugebiet Oberfrohna. Im Zuge der Sanierung wurden mehr Krippenplätze geschaffen, um die Einheiten gut auslasten zu können. Ein Drittel Krippe, zwei Drittel Kindergarten, das ist so ein gesundes Verhältnis, um ein Kind von einem Jahr bis in die Schule kommt, betreuen zu können. Hier ja sogar noch bis zum Hort. Das ist auch noch ein wesentlicher Faktor gewesen. Da hat auch das Landesjugendamt mit zugestimmt, dass wir das mit durchziehen und das war auch noch ein Grund mit für die Erweiterung der Krippenplätze. Insgesamt können in der Kita Bärenstark 204 Kinder aufgenommen werden. Wir haben im Moment weniger Kinder, insgesamt 140. Das liegt daran, dass wir
die das letzte Jahr ja die Krippe und Kindergarten auslagern mussten. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, im Hort haben wir in Doppelnutzung in der Grundschule Gerd Hauptmann ja betreuen können, aber wir konnten da keine zusätzlichen Kinder da aufnehmen. Und deswegen haben wir jetzt ein kleines Loch und müssen jetzt wieder anfangen, sukzessive aufzubauen. Deswegen haben wir jetzt, ich glaube, 9 Krippekinder, 33 Kindergartenkinder und 125 Hortkinder, also insgesamt 140. Und das wird sich dann im nächsten Jahr, ich denke mal, sukzessive in diesem Jahr schon, können wir jetzt ja wieder aufnehmen in dem Bereich, weil wir diese Teilfertigstellung jetzt haben. Da werden wir wieder auffüllen. Dr. Helge Walter, der Bonavita-Geschäftsleiter, versäumte es nicht, sich zu bedanken. So bei der Stadt. Weil die Zusammenarbeit wirklich ganz toll war. Mal mit allen Beteiligten, auch mit allen Mitarbeitern aus Ihrem Bereich, Frau Heiber, aber auch aus Ihrem Bereich, Herr Klaus, auch mit dem Architekturbüro. Es war eine ganz enge Zusammenarbeit, auch mit unserer Bereichsleitung, mit der Leitung. Es wurde wirklich der Bau auch mit dem Konzept der Kita abgestimmt. Wurde immer viel gesprochen. Wir haben uns immer einbezogen gefühlt. Das war wirklich ganz toll. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist immer mehr Aufwand für alle Beteiligten. Das hat wirklich ganz, ganz wunderbar funktioniert. Vielen Dank dafür. Mächtig was los war am 6. April am Dorfmuseum in Gallenz. Wir eröffnen heute oder wir weihen heute ein das polygonale Pferd 2 von dem Bremer Künstler Gregor Geiter. Er steht hier an meiner Seite. Der wird heute auch noch eine Rolle spielen. Ist extra gekommen, um Rede und Antwort zu stehen. Und zu helfen, das Kunstwerk zu enthüllen. Ein polygonales Pferd. Viele werden wie der Oederaner Bürgermeister Steffen Schneider fragen. Polygonales Pferd, was soll denn das sein? Ein Pferd kennt bei uns jeder. Aber ein polygonales, das ist was Neues. Ein Purple-Pass-Kunstwerk, das animiert, es rundherum zu erkunden und das Spielraum für Sinndeutung lässt. Das Schöne an Kunst ist ja, dass es je nachdem, wohin man sie stellt, wenn das Kunstwerk denn eine gewisse Offenheit hat, man verschiedene Verbindungen herstellen kann. Am Beispiel hier ist es das Motiv Pferd und in Verbindung mit dem arbeitenden Pferd, was hier mal seine Arbeit verrichtet hat vor mehreren hundert Jahren, viele hundert Jahre lang. Das polygonale Pferd in Gallenz trägt die Nummer 2. Das polygonale Pferd ist ein bestehendes Kunstwerk. Das ist zwischen 2011 und 2013 entstanden. Stand eine sehr lange Zeit in einem Skulpturenmuseum in den Niederlanden und der Kurator des Purple Pass, der kannte das Kunstwerk und kannte den Ort hier, das Museum und hat die Verbindung gesehen und hat den Kontakt hergestellt und die Verortung des Kunstwerkes hierher initiiert. Die Skulptur ist ein Aluminiumguss. Das wurde tatsächlich gegossen in China, in Peking. Genau, da war ich 2011, habe dort die Arbeit konzipiert, modelliert und in Zusammenarbeit mit einer hiesigen Gießerei umgesetzt. Jetzt steht es in Gallenz als 9. von 38 geplanten Purple-Pass-Kunstwerken. Der Purple-Pass als eines der wichtigsten und vor allem sichtbarsten Projekte im Kulturhauptstadtprozess von Chemnitz ist das verbindende Element zwischen Chemnitz und den 38 Städten und Gemeinden, die von Mittweida bis Schwarzenberg, von Hohenstein bis Olbernheim reichen. Alle diese Orte, diese Städte, diese Gemeinden sind jetzt verbunden durch den Pfad, wo wir natürlich hoffen, dass er dann durch Touristen und natürlich auch durch die Einwohner selbst gegangen wird und erlebt wird. Und jetzt ist Oederan und Gallenz auch dabei. Das sind die ersten Projekte, aber sicher keins der schlechtesten. Das jeweilige Kunstwerk soll darin so eine Art prominenter Anker sein, das die Leute hier hinbringt, aber es soll damit auch einen Scheinwerfer richten auf alle weiteren relevanten Sehenswürdigkeiten und kulturellen Einrichtungen. See the unseen, also sieh oder entdecke das Ungesehene, das Motto der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.
die Vermarktung, die überregionale, ja bundesweite und europäische Vermarktung vom Purple Pass liegt bei den drei touristischen Verbänden, die wirklich Hand in Hand seit mehreren Monaten daran arbeiten. Also der Tourismusverband Erzgebirge, die neue DMO Chemnitz-Zwickau Region und auch die Chemnitzer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft. Und sie werden dabei wirklich maßgeblich unterstützt von der Tourismus- und Marketinggesellschaft Sachsen und der Deutschen Zentrale für Tourismus. Denn man darf eins immer nicht vergessen, Kulturhauptstadt, das ist kein regionales Projekt, sondern Chemnitz und die Region vertreten im Jahr 25 die Bundesrepublik Deutschland in diesem europäischen Exzellenzwettbewerb. Und darauf sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr stolz. Vielleicht werden Kunstinteressierte nach Galenz kommen und nach der Besichtigung des polygonalen Pferdes das Dorfmuseum nebenan besuchen, wo sie sich ein Bild davon machen können, was hinter Pferdestäge steckt. Und die Besucher des Dorfmuseums werden es sich bestimmt nicht entgehen lassen, sich anzuschauen, was man in der Kunst mit Pferd machen kann. Nicht mit Rock, sondern mit Faustenrohl startet die Chemnitzer Küchwaldbühne in die Spielsaison 2024. Goethes Faust als Konzert. Ein Rockkonzert mit Originaltexten von Goethe, der im Jahr 2024 jetzt 275-jähriges Geburtstagsjubiläum hat. Und deswegen haben wir dieses Thema aufgegriffen, Faust, dieses Jahr. Passend zur Walpurgisnacht und starten damit am 30.04. Das Rocktheater beginnt am 30. April um 18.30 Uhr. In 2x45 Minuten kann man Weltliteratur in rockigem Gewand erleben. Geeignet ist das mystische Musikspektakel für Kinder ab 12 Jahre. Tickets erhält man unter www.tickets-küchwaldbühne.info, an der Küchwaldschenke oder telefonisch unter 0371 46411. Kurzentschlossene haben vielleicht an der Abendkasse noch Glück. Faustenrohl ist nur der Auftakt. Auf der Bühne spielt sich 2024 noch mehr ab. Zum Beispiel Philharmonik Rock. Oder für die ganz Kleinen, der Froschkönig wird aufgeführt, Mercury wird zu Gast sein und eine Erweiterung zu Faust in Rohl wird es auch geben, was dann auch für Schulen natürlich eine interessante Variante ist, weil es ja auch, Faust ist ja Lehrplanstoff und da würden wir gern auch die Brücke schlagen zu den Schulen, zu den Gymnasien, zu den Oberschulen. Und sozusagen auch mal ganz neues Publikum hiermit begrüßen wollen. Beim Pressegespräch am 2. April wurde auch über den Stand der Neugründung einer Amateur-Theatergruppe unter dem neuen Theaterleiter Michael Schmidt informiert. Und dann haben wir aber auch eine Weile erstmal über Konzept geredet, weil ich nicht das Konzept machen würde wollen, was es vorher gab. Also ich möchte schon, dass hier eine dauerhafte Theatergruppe entsteht, wo wir auch wirklich dabei sind. Wir machen wirklich Szenenstudium, Sprecherziehung, sowas. Ja, Basics, genau. Ja. Also, ich sehe mich schon in der Verantwortung. Also, ich stelle keinen auf die Bühne, wo ich denke, der ist talentfrei. Also, da möchte ich schon, dass da was kommt, irgendwie, ja. Und auch, dass ich möchte auch gerne so einen Theatergeist wecken. Das heißt, das ist schwer, aber das ist möglich, gerade mit der Truppe, so einen einheitlichen Atem. Also dass man sozusagen, der Kleinste, der das Kabel liegt, ist genauso wichtig wie der vorne steht. Weil der vorne steht, könnte nicht vorne stehen, wenn der Kabel nicht richtig liegt. Also dass das so ein, dass das egal ist, wer vorne steht. Natürlich will das jeder, aber dass wir als Gruppe agieren sozusagen. Ja. Ich habe gesagt, dieses Jahr finde ich es zu früh, eine Großinszenierung auf der großen Bühne zu machen. So. Aber ich finde, also ich gehe auch vom Bühnenbild kommen, dass diese Bühne ganz schöne Nebenräume hat, die nicht viele kennen. Und ob man dann nicht eine Art Spaziergang entwickelt und mit Theatermitteln sozusagen immer von einem Ort zum anderen und mal die ganze Areal vorstellt. Und da ist dann so eine goldene Ganzgeschichte natürlich ziemlich witzig, zumal ich dafür stehe, immer nicht das pure Schauspiel, sondern immer so Schauspiel oder Musical, das war ja immer so mein Job, da eine Puppenebene einzubauen. Und da ist natürlich eine Gans drin, sozusagen als Puppe, richtig schön groß, wo dann alle kleben bleiben. Also man könnte eben diese Etüden nutzen, dann kommen die mit der Gans vorbei, so ganz banal gesagt, dann bleiben die kleben, dann gehen die mit den Leuten wieder zur nächsten Örtlichkeit. Da ist dann so, also das ist die Idee für dieses Jahr.
Man hört es am Dialekt. Michael Schmidt ist ein Berliner. Er war auf verschiedenen Bühnen in Deutschland als Puppenspieler unterwegs und hat sich letztendlich entschlossen, in Chemnitz zu leben. Also das ist so, dass ich wirklich... Erstens, also der Anruf kam, also zu den städtischen Bühnen, hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Da habe ich so gedacht, Mensch, wäre mal Zeit, sich niederzulassen. Und dann da kam der Angebot aus Chemnitz und ich habe ganz viel, wenn man so viel wechselt, natürlich im Internet recherchiert und dachte, ach cool. Also das ist ja schon eine Großstadt, was viele bestreiten, aber ich finde ich schon mit kleinstädtischem Charme und das finde ich wirklich einen großen Vorteil. Ja. Und dann ist wirklich mein typisches Beispiel, als ich in Bonn umgezogen bin, die Station davor, haben zwei Leute geholfen, die kannte ich, und als ich hier mit meinem LKW kam, standen 15 Leute vor der Tür, da kannte ich zwei und der Wester hat gesagt, naja, du bist ein Neuer, darfst du mal helfen, ja. Und das war so, das ist so geblieben. Also den Chemnitzer, das ist wirklich so, den kann man so anknipsen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber du sagst, mach Schmidt. Also das ist so wie diese 60 also Leute, die Lust haben, mal Theater zu spielen. Und das ist eben eine Stadt, wo noch nicht jedes Haus besetzt ist, noch nicht jeder Verein gegründet. Also wenn man Energie hat, ist man hier genau richtig, ja. Finde ich, also wenn man was will. Punkt. 2024 wird es wieder ein Theatercamp geben, bei dem das Stück Den Dieben auf der Spur einstudiert wird. Das dann am Ende nach der Woche gemeinsam aufführen, entweder auf der Bühne oder im Gelände, je nachdem, wie das dann am besten passt. Das ist eigentlich auch was immer gern angenommen wird. Das vom 8.7. bis zum 13.7. findet das statt. Und die Aufführung ist dann am 13.7. Ist die dann öffentlich? Oder? Ja, das ist öffentlich, das ist aber kostenfrei. Also da kann jeder rein. Das sind ja dann... Spende, das können wir meistens. Ja, Spenden nehmen wir natürlich immer. Informiert wurde außerdem über die in der Winterpause durchgeführten Baumaßnahmen. Balkonanlagen, die sind also nach 11 Jahren schon wieder zerstört gewesen. Und da haben wir das neu restauriert. Das sind also die original 50er Jahre Balkone, die restauriert wurden. Dann haben wir im vorigen Jahr mit Geldern des vorigen Jahres auch noch die Schleusenanlage gebaut, die mit dem Bauamt und dem Kulturamt abgestimmt war. Hinter dem Zuschauerbereich sieht es zurzeit etwas kahl aus. Von der oberen Denkmalschutzbehörde in Dresden und vom Denkmalamt in Chemnitz ist also schon viele Jahre gefordert worden, dass die hohen 30 Meter hochgewachsenen Bäume eine Gefahr darstellen und weg müssen. Und das Grünflächenamt und wir als Vorstand übernehmen auch keine Verantwortung mehr für umgestürzte Bäume, sodass wir gesagt haben, ihr müsst uns mal helfen, und da hat das Grünflächenamt geholfen und die haben mit ganzer Kraft geholfen und Bäume sind alle weg. Das ist im Sinne des Denkmalamtes in Dresden, das ist auch im Sinne der Chemnitzer Denkmalbehörde. Gemeinsam mit dem Grünflächenamt haben wir also einen ordentlichen Vertrag aufgesetzt. Es wird also eine wunderschöne Bepflanzung hier kommen. Sollte eigentlich schon vorige Woche losgehen. Ich hoffe, dass es diese Woche losgeht. Wir haben also jetzt das, was Sie bisher kennen, nochmal zwei Bankreihen bestellt, da ist die eine Hälfte schon fertig. Und dahinter wird dann eine freie Reihe sein und dahinter werden dann Sträucher gepflanzt, sodass die also mal von 1,50 Meter mal bis 2,50 Meter mal wachsen werden. Natürlich dann auch immer geschnitten werden müssen jedes Jahr. Es ist noch jede Menge anderes passiert. Informieren kann man sich darüber unter www.küchwaldbühne.info. Peter Sodan war nicht nur ein bekannter Theater- und Filmschauspieler, politisch engagiert und in den Systemen aneckend. Er war auch ein bekennender Karl-May-Freund. Als solcher nahm er 2006 in Hohenstein-Ernsthal an der Gründungsveranstaltung des Karl-May-Haus-Fördervereins Silberbüchse teil und wurde der erste Vereinsvorsitzende. Wenn man mich fragt, kann ich im normalen Durchschnitt meines Daseins nicht Nein sagen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist aber, dass ich in Karl-May, den ich in ganz jungen Jahren, mit 8 Jahren kennengelernt habe, also in seinen Büchern, einen Mann immer gesehen habe, der mit großer Freundlichkeit die Geschicke des Lebens dahin bringen will, dass die Menschen gut sein sollen. Und das ist meine Aufgabe als Mensch ohnehin. Und deshalb habe ich das angenommen. Wie gesagt, ich kann nicht immer Nein sagen, aber den Karl May mit seiner wunderbaren Fantasie in irgendeiner Weise wieder verstärkt
unter die Jugendlichen zu bringen, halte ich schon für notwendig. Es gab verschiedene Lesungen von Peter Sodan in Hohenstein-Ernsthal. Nicht nur aus Büchern von Kamay, sondern auch aus eigenen, wie Keine halben Sachen. Dann habe ich gesagt, wir haben keine Demokratie, was sagt Frau Merkel auf dem Kirchentag zu Bremen. Wir müssen an unserer Demokratie arbeiten. Dann habe ich mir überlegt, gibt es Halbschwanger oder gibt es? Halbschwanger gibt es nicht. 2012 reichte er die 2006 übernommene Silberbüchse weiter und wurde Ehrenvorsitzender des Vereins Silberbüchse. Vorstand trinkt für alle. Nun, am 5. April 2024 verstarb Peter Sodan in Halle im Alter von 87 Jahren. Nee. Ach, hallo. Also wissen Sie, ich lese hier gerade, das ist der Spiegel. Im Spiegel, also nicht Spiegel, Spiegel an der Wand hier. Die Zeitung, der Spiegel. Ja, kennen Sie Spiegel? Das ist eine Zeitung für intellektuelle Oberschichtler, für so ganz Superschlaue. Nicht so mehr, nicht grün, auch nicht rot, auch nicht schwarz. Ne? Also, die sind so ganz kritisch und ganz neutral und so, ja. Hier, objektive Berichterstattung, sagen sie. Naja, jedenfalls, ich habe da mal so drinnen gelesen, also, die Zeitung, ne, die lag beim Zahnarzt im Wartezimmer. Und wo die Schwester gesehen hat, dass ich da drinnen rumgeblättert habe, da hat die zu mir gesagt, ich könnte die Zeitung mitnehmen, die tut sowieso keiner lesen. Na, nun habe ich sie mitgenommen und ich habe mal so ein bisschen querbeet durch. Und dann das hier. Eine Frau, Anna Klaus heißt die, schreibt, die Geburtenrate in Deutschland sinkt. Na, und das Thema interessiert mich. Ne? Weil, wissen Sie, ich mache mir irgendwie Sorgen um uns Deutsche. Ja, auch wenn ich dann vielleicht schon längst tot bin. Aber ich meine, wenn die Deutschen aussterben täten, also was soll Deutschland ohne Deutsche? Ja. Ja, wobei, es könnte sein, einige sind gar nicht so böse drüber, wenn wir Deutschen aussterben täten. Ja. Also aus meiner Sicht, um bestimmte Teile des deutschen Volkes wäre es vielleicht auch nicht so sehr schade, ne? Wenn ich mich da mal so umgucke. Aber um uns Sachsen wäre es schade, wenn wir aussterben täten. Ne? Also das ist Fakt. Und naja, aber auch mit uns Sachsen sieht es ganz flau aus, was die Geburtenraten betreffen tut. Nee, also wie das in Deutschland insgesamt weitergehen tut. Aber hier, ne? Die Frauen, ne? Nur noch 1,36 Kinder pro Frau. Für die einfache Art Erhaltung müsste jede Frau mindestens 2,6 Kinder kriegen. Also die kriegen nicht mehr die Hälfte von den Kindern, die sie kriegen müssten. Gut, es gibt Zuwanderung. Okay, ja. Die deutschen Lande werden wahrscheinlich nicht unbesiedelt bleiben. Da kommen wir im anderen, ne? Aber die deutsche Scholle mit islamischen Bauern, das ist doch, ob das die Kartoffeln mitmachen, ne? Und der Hopfen und der Wein, die Islamer saufen doch nicht, ja, die trinken keinen Alkohol. Ja. Naja, also, wenn die Geburtenrate bloß noch halb so hoch ist wie nötig, ne? Auf der anderen Seite hast du dann die Alten, die immer älter werden. Ne, die Alten bringen ja für ein Wachstum nichts, fürs Wachstum. Die Alten sind ja bloß noch eine zusätzliche Belastung für die wenigen Jungen, die es geben tut. Also es ist die Frau Klaas, ne, die schreibt hier. Dass Forscher vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung als Ursache für das zurückhaltende Paarungsverhalten, der Deutschen, das liegt an die multiplen Krisen. Also die meint ja Corona, Klima
Ukraine, Gaza und so. Ne? Die Leute sind irgendwie verunsichert. Das kann man verstehen. Ne? Und da wird der Kinderwunsch unterdrückt, schreibt sie. Okay, das könnte soweit stimmen. Ne? Wie schreibt sie hier? Zu viel Bazooka außerhalb des Schlafzimmers zerstört den Wumms im Schlafzimmer. Bazooka, kennen Sie auch nicht, ne? Also Bazooka, das ist sowas wie eine Panzerfaust. Ich hab da mal gegoogelt, das ist sowas. Und Wumms ist Wumms, na ist klar. Also die meint, wenn in der Welt also zu viel Rambazamba ist, dann ist weniger Wumms im Schlafzimmer. Also so weit könnte ich schon mitgehen. Das stimmt mit meiner persönlichen Erfahrung. Also die ich so mit der Elfriede habe, meine persönlichen Erfahrungen, stimmt das überein. Ja? Der Wumms hat abgenommen. Vom Doppelwumms mal gar nicht zu reden. Ja? Aber nun kommt's hier. Dass die Deutschen weniger Kinder kriegen, könnte auch damit zusammenhängen, dass Frauen viel freiere Entscheidungen treffen können als wie früher. Ja, ja, die Frauen sind freier, ne? Die dürfen sich heute ganz frei entscheiden, Kind vor der Karriere oder Kind nach der Karriere, Kind vorm Klimakterium, Kind nach dem Klimakterium. Ja, dann schreibt sie hier, eine Ein-Kind-Mutter oder Kein-Kind-Mutter, die ist auch nicht weniger glücklich als damals die Mütter der Babyboomer. Ja, also wenn du bloß ein Kind hast oder keins, hast du weniger Sorgen, weniger Arbeit, mehr Geld. Ja, das wäre gut. Ne? Die historisch tiefe Geburtenrate mag eine Hiobsbotschein für das Sozialsystem sein. Für die Emanzipation ist es ein Erfolg. Aber hallo. Die niedrige Geburtenrate, ein Erfolg der Emanzipation? Nee, hä? Was nützt denn die Emanzipation, wenn wir in Folge dessen aussterben tun? Also, nee, hä? Übrigens ist auch interessant, ne? Vor dem Absinken der Geburtenrate ist übrigens die weibliche Nutzung von Sexspielzeug angestiegen. Das ist der Gipfel der Emanzipation, ne? Auf Kinder wollen sie verzichten, die emanzipierten Frauen, aber nicht auf die Lust. Hier der letzte Satz von der Frau Gauss. Über die sinkende Geburtenrate kann man sich jedenfalls als Frau freuen. Also das muss bei der ein totaler Irrtum sein. Auch Frauen sterben mit aus, wenn wir Deutschen sterben müssen. Aussterben müssen, ja. Da nützt der schönste Dildo nicht, ne? Naja, also zum Wohl.